Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in einem Vorgestellt, Vorschau Nummer 2 von The City Must Grow. Ja, Leaderboard gibt's hier. Ich bin hier auf Platz 7 von 8. 156 Punkte ist jetzt nicht so dolle. Der erste hat 1365, der letzte Zeus ist mit 12 Punkten nur vertreten. Also bedeutet das, wir checken das nochmal ab. Es gab übrigens zwei Updates in der Zeit, wo ich das von letzter Woche zu dieser Woche wieder im Angebot habe. Es ist so, dass das Spiel leichter geworden ist, hat der Kollege geschrieben, der Entwickler, und dass ja, da viele Informationen leichter, also kürzer gemacht worden sind, weil sie zu lang waren zu lesen. Okay, dann würde ich sagen, schau mal dann nach dem Intro nochmal rein ins Spiel, ne? Bis gleich. So, jetzt sind wir da drinne. Die Kachel ist da, zwei Straßen. Wir können vier Straßen bauen. Okay, hier gibt es wieder das nächste, die Introduction. Ja, das ist das Tutorial sozusagen. Und ja, ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht mehr. Das kennen wir ja schon. Und wir gehen mal hier hin und machen mal eine Kreuzung diesmal daraus. Und verlängern die Straße in die Richtung. Ach so, Self-Function Town. Das war ja die Aufgaben, die wir lösen müssen, ne? Hier oben ist noch nichts. Aber wir haben ja sowieso nur Straßen, die wir erstmal setzen mussten. Wie wir sehen, ist die Fläche größer geworden. Jetzt können wir hier Bewohner, also Wohnsiedlungen anlegen. Schauen wir mal. 8 Stück an der Zahl, ne? Ich mache mal hier welche, obwohl das vielleicht nicht so prickelnd ist. Doch, ist prickelnd, machen wir so. Okay, und dann geht es wieder weiter. Das erste Haus ist da. Ist gebaut worden. Und wir haben jetzt Agrarflächen. Die brauchen nicht an der Straße sein. Ich mache die mal einfach hier hinter. 6 Stück an der Zahl. Und machen die weiter, ne? Da ist auch schon eine Fläche gekommen. Das heißt, hier ist wieder voll. Grow Meter. 3 Einwohner haben wir bekommen. 4 neue Agrarflächen. Ja, das hatten wir hier schon gesehen. Das Häuslein, da sind jetzt 3 Leute drin am Wohnen, ne? Rechtsklicken war etwas, habe ich gelesen. Unlock Map Modes for more details. Okay, und hier auch Level 1. Und jetzt haben wir hier Commercial Zones. Möchte ich dahin machen und dahin machen. Structure Details. Okay. Kann ich hier was machen? Commercial Building. Da ist aber noch nichts. Sind auch weg. Das bedeutet, wir können jetzt weitergehen. Und haben jetzt eine Industrie, eine dreckige Industrie, eine ja, Luftverschmutzer sozusagen. Muss ich das? Das noch need roads. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir das ganz weit weg mal dahin und gucken dann da hinten, ne, oder? Ah, hier haben wir ein Agriculture Field that has workers. Okay, da ist jetzt was passiert. Wir können das mal reinschauen. Okay, da ist aber jetzt vom Text her nichts mehr geworden. Das ist immer noch das Gleiche, ne? Gut, okay. Wir sind in der nächsten Runde. Wir haben immer noch einen vollen Balken hier. Eine neue dreckige Industrie ist da gekommen, wie wir sehen. Ein Level Up. Weit, weit weg. Öl irgendwie oder sowas vielleicht. Und wir haben wieder 8 Residential Zones. Mache ich jetzt mal hier hin. Ich hoffe mal, irgendwann kommen auch Straßen. Weil das würde ich ja dann auch noch gerne machen, ne? Hier eine Straße durch. A commercial store that have workers ist da oben gefragt, ne? Okay, hier ist noch niemand. Wir haben 4 Leute, also ist 100%, das Haus ist voll bewohnt. Wir haben auch 4 Arbeiter und 9 Stellen, die offen sind.
43 Produkte werden hergestellt, 48 gehen hier ins Lager und 4 sind letzte Woche davon oder im letzten Schritt gebraucht worden. Essen 100. Ja, das sind aber nur 48 lagerfähig. Und das ist das New Dirty Industry. Eine haben wir aber ja schon in der letzten Folge gehabt, ne? Gehen wir weiter. Hind Map Mode. Vier Straßen. Jetzt haben wir mal eine Straße. So, da sind sie schon wieder weg. Hier hat sich nur hier was geändert, ist weniger geworden, das ist gleich geblieben. Gehen wir weiter. Aha, jetzt ist die Straße ja weitergekommen und wir haben gleich ein Haus zugekriegt. Ein neues Gebäude. Hier hat sich nichts getan, weil das ist ja erst neu. Aber wir haben hier noch eine Kaufzone, die ich hierhin mache. Sonst hier ist ein bisschen weniger geworden, aber sonst sieht es erstmal gut aus. Population ist gerade auch wieder gewachsen. Wir brauchen 20, haben erst 7. Von unseren möglichen sind es 87%. 3 Bewohner dazugekommen. So, jetzt können wir hier noch straßenmäßig wieder was machen. Würde ich gerne hier erweitern und da machen. Dann gehen wir weiteren Schritt. Hier ist wieder Fläche zugekommen, ist klar. Wieder Commercial Zone. Würde ich jetzt hier machen und da machen. Zwei neue Felder, das hat sich hier erweitert, wie wir sehen. Und da sind die ersten Arbeiter wohl drin. Kann man aber hier nicht sehen, oder? Ne. Ne, Linksklick bringt nichts. Okay, da sind es Arbeiter. Und in der Industrie sind auch Arbeiter. Die war letztes Mal noch braun. Und wenn sie braun ist, ist es wohl nicht bewohnt. Also nicht bewohnt. In diesem Fall sind keine Arbeiter da. Okay, 8 voll ausgelastet. Ja, Opportunities sind 11. Okay, hier 36. Das ist noch gleichbleibend. Hier ist es weniger, glaube ich, geworden. Weil wir ja diese Flächen vielleicht dazu gekriegt haben. Ne? Nächster Schritt. Wieder 4 Straßen. Hier ist es jetzt mehr geworden. Hier ist es, glaube ich, von 88 auf 76. Ja, müssen wir gucken, dass wir jetzt die Straßen noch weiter nutzen. Würde ich da machen und dort machen. Eine haben wir noch, dann mache ich die dahin. Okay, weiter geht's. Fläche ist größer geworden. Wir haben jetzt 10 Felder, die wir vergeben können. Hier hat sich nichts geändert. Hier ist es weniger wieder. Okay, jetzt kommen aber die Flächen für die Felder. Und die 4 würde ich jetzt mal ganz woanders hin machen wollen. Vielleicht mal da. Und ja, soweit so gut. Jetzt fehlen uns noch 12 Leute. Dann haben wir die Aufgabe erfüllt, ne? Wir haben weitere 8 Flächen. Ja, 8. 40 Essen, das ist ja, stagniert etwas. 230 ist weniger. Jetzt haben wir wieder Bewohner. Kommt es vor, als ob diese Flächen größer sein müssen, damit ein Haus drauf entstehen kann, ne? Jetzt haben wir noch 2. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass das hier nichts bringt. Schauen wir mal, ne? Siehst du, die Häuser sind größer, diese Flächen taugen nicht. Okay, New Residential Buildings 2. Dann wird es in der nächsten Runde hier vielleicht höher gehen. Wir haben jetzt aber 10 Ackerflächen. Kann man das auch wegmachen? Nee. Machen wir es da erst. 5 haben wir noch. Dann haben wir die erledigt. 14. Runde ist das wohl. Ja. Hier sieht es jetzt ein bisschen kritisch vielleicht aus, wenn die mehr werden. Dann müssen wir schauen. 3 Leute sind dazugekommen. Jetzt haben wir 11 und 5 Industrien.
So, die sind auch weg. Dann geht's in die nächste Runde. Wir haben wieder Leute dazu bekommen. Drei Siedler, ein neues Gebäude für Einkaufen wurde gebaut. Und fünf neue Industrien haben wir hier jetzt gekriegt. Die sind aber noch so braun, das heißt, da arbeitet keiner. Und das neue Gebäude ist das hier wohl. Das kann mal weg. Ja, Level 1 ist hier denn Level 2? Nein. Schmutzige Industrien wieder. Machen wir mal dahin. Dann sind wir hier durch. Hier ist es Products 150, Stock Capacity 148, Consumed Last Cycle 60. Essen 74, Stock ist 72. 8 sind produziert worden und 8 sind auch genutzt worden. Okay. Dann müssen wir gucken, dass das hier mehr wird, ne? Dann geht's weiter. 16, es sind wieder Leute zugekommen und zwei neue Industrien sind auch hierher gekommen. Und das sind zwei hier gewesen. Die habe ich ja nur gebaut, die sind aber noch nicht mit Arbeitern belegt. Wir haben neue Straßen. Und mache ich da ein. Sind wir erstmal durch und jetzt gab es viel Fläche. Hier ist sich, hat es sich, glaube ich, auch erweitert. Ja, jetzt hier fängt es an mit Materialschwierigkeiten und wir haben auch nicht genug zu essen. Hier muss mehr passieren. Aber da sind zwei Flächen dazugekommen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass es das noch was wird. Und hier sind Bewohner dazugekommen. Und das sind die Achte. Das bringt uns nicht weiter. Ich mache es aber mal so in der Hoffnung, dass was passiert. So, jetzt ist hier schon 20 mögliche, 16 haben wir. Das wird immer schlechter hier. Ein neues Wohngebäude ist hier, ist aber noch keiner drinne wohnt. Wir können jetzt noch 6 dazu machen. Also haben wir schon. Okay. Ja, da müssen wir gucken, dass mit dem Essen, ob das alles so wird. Jetzt haben wir einen Schritt davor. Hier ist es auch, glaube ich, besser geworden. Commercial Building ist jetzt da angesagt. Ja, hier ist noch nichts. Ich muss da was. Map Modes muss ich haben. Aber wir sind ja erstmal hier. Das bedeutet, wir machen einen Schritt weiter und hoffen dann, dass wir die 20 haben, um da dann voll zu werden. Hat es auch geklappt. Level up. Self-functions, functioning town. Unlocked building type. Level 2 residential building. Okay, das ist 1x1 Fläche, das heißt, diese könnten da auch werden. So, das bedeutet, View Mode ist Unused Building View. Okay. Also, das ist hier unten. So, unsere Stadt bleibt und wir können sie weiter ausbauen. Hier haben wir jetzt 20, hier sind wir bei 100, 48, 46, 83. Hier sind wir ein bisschen schlecht, da müssen wir besser werden, aber naja, da können wir auch nicht ganz viel dran drehen, ne? Residential Building kommen jetzt. Da zwei hin. Da zwei hin. Hier müssen wir noch Straßen haben. Und hier können wir jetzt gucken. Unused Building View. Also hier ist noch nichts passiert, hier ist auch nichts passiert und da auch nicht. Aber diese hier sind schon alle belegt. Wir müssen 50 Arbeiter haben für die nächste Aufgabe. Hier sind nochmal die Zonen, ne, ist klar, aber jetzt nicht so wichtig. Ja, nächster Schritt. Hier schlechter geworden, da ist ein bisschen besser geworden. Wir haben jetzt vier Straßen bekommen. Drei. Ja, ich mach's mal hier lang, ne? Okay, weiter geht's. Drei Wohngebäude sind dazugekommen. Sieht aus wie eine Scheune. Und hier ist natürlich immer noch das hier nicht so dolle, ne? Hier wächst nichts mehr.
Ja, wie soll ich da tun? Job Opportunities kann ich nicht. Ja. Schauen wir mal. Hier sind jetzt leerstehend, 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 leerstehend. Aber sollte gleich wachsen. Aber wir müssen definitiv hier mehr Agrar haben, ne? Sonst ist schlecht wegen Essen, ne? So, das haben wir. Weiter geht's. Hier sind drei dazugekommen. Das ist besser geworden, das ist schlechter geworden. Jetzt haben wir Straßen wieder. Ja, ich mache mal hier drei hin. Dann mache ich da noch eine vierte. Karel wird größer, wie wir sehen. Drei Leute dazugekommen. Zwei Gebäude dazugekommen, zwei Wohnhäuser. Und hier wird es jetzt ernst. Ja, wir müssen gucken, dass das mit dem Essen auch so klappt, ne? Aber jetzt gibt es hier Agrarflächen dazu. Eine haben wir noch und die setzen wir vielleicht hier hin. Was ist frei? Das ist frei. Okay. Weiter geht's. Hier ist ein neues Gebäude gekommen. Drei Einwohner sind dazugekommen. Und ein neues Gebäude. Ja, das hatten wir ja gerade gesehen. Hier mit dem Essen. Das ist noch ein Problem. Ja, es wird immer weniger. Jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen dazu kriegen. Machen wir mal so. Und dann geht's weiter. Sind auch alle vier gekommen. Diese hier, also das ist, glaube ich, Farmland. Das ist nicht gekommen. Vier Siedler auch dazu gekommen. Und die Industrien halt. Commercial Products sind nur noch 30. Ja, müssen wir gucken. Und hier ist eine weitere Industrie jetzt anzulegen und dann geht es den nächsten Schritt. Wir haben 32 von 50 Worker, also Arbeiter. Hier ist gerade was Neues aufgepoppt. Commercial Building, also Kommerzgebäude, Geschäfte also. Die Industrie ist da auch gleich zugekommen. Vier Leute sind auch hier zugekommen. 37. Ja, hier Commercial Buildings, da müssen aber noch ein paar rein. Ja, das fehlt noch. Hier ist auch Zuwachs gekommen. Das ist schon mal gut. Aber das steht hier nicht so wirklich, oder? Okay, dann haben wir hier wieder ein weiteres Gebäude, das ich jetzt nicht dazwischen bauen möchte, sondern vielleicht da einsetze. Weiter geht's. Wir haben 40 Leute und jetzt kommen vier Straßen ins Spiel. Ja. Müssen wir mal gucken. Eine da. Eine da, eine da, eine da. Weg sind sie. Und wir haben nichts mehr zu essen. Aber Stock ist noch 336. Ich hoffe, das wird noch was. Ist nur dieses Gebäude, ne? Drei Workers. Ah, jetzt wird mir das angezeigt, was da drinnen los ist. Zwei von drei, okay, das ist. Und hier ist niemand. Genauso wie da. Also die Färbung ergibt dann hier, je dunkler die Farbe, wenn es dann blau ist, ist er voll. Wenn es dunkelbraun ist, ist zwei von drei. Und hier ist 0, also noch hellbraun. Da müsste es noch eine Stufe zwischen geben. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Warte mal, wenn ich da draufklicke, dann haben wir hier Not Used Buildings, okay? Weiter geht's. Ja, Essen ist das Problem. Hier muss mehr passieren. Weg damit und wir haben ein Problem mit dem Essen. Hier muss mehr werden, muss mehr werden. Warum wird's nicht mehr? Ich kann nichts dran tun, glaube. Ja, einfach, ne? Jetzt müssen wir gucken, dass wir da über die Runden kommen, ne? Hier wieder 0. Weiß nicht, ob ich schlecht gebaut habe oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Straße weitergemacht. Und New Dirty Industries gab es zwei hier hinten irgendwo da. Die beiden waren das. Wir müssen Essen haben, ne? Nichts geändert hier. Ja. Jetzt haben wir neue Bewohner hier. Bringt mir aber nicht so viel eigentlich, ne? Da werden jetzt wahrscheinlich auch Häuser gebaut, aber ne, noch nicht mal. Industriezone hier wieder. Haben wir da hinten jetzt hingebaut. Kein Essen. Die Sache hier, Grow Meter, wird weniger. Jetzt auch wieder. Die hier sind drei kaputt gegangen, wie wir jetzt sehen. Ne, das ist kaputt und die zwei sind kaputt. Sieben sind abgehauen, wegen fehlendem Essen. Die Industrien sind natürlich zugekommen. City Development ist low, ja klar. Vier. Ja, und jetzt geht's weiter den Bach runter. Nochmal wieder sieben Leute abgehauen. Nee, das ist nicht da unten, oder? Das war. Oder doch, weiß ich nicht. Ja, aber wie kriege ich hier Produktion? Das ist mein Problem, ne? Und 6. Aber hier sind 4 gekommen. 3 neue Felder, wo sind die denn? Ah, hier vielleicht. Drumrum. Schauen wir mal, wie geht's hier weiter? Okay. Nee, das ist 6 left eher, oder? Nee, das ist 2, 4 sind gekommen, 6 sind gegangen, das heißt, ja, passt. Okay, hier sieht es jetzt noch nicht so doll aus. Wir brauchen definitiv mehr Essen. Hier, das ist unser Problem. Also sind schon weg. Wir gehen bald kaputt. Aber ich wüsste nicht, was ich tun kann, damit es besser wird. Vier von vier. Schwierig, ne? Ist vielleicht doch noch zu schwer, das Spiel. Okay, wir sind kurz vorm Kaputtgehen. Wir könnten hier wieder Häuser bauen. Es sind auch mehr Leute da, aber es ist immer noch kein Essen da. Ja, das ist schlecht für uns hier. Das Essen ist das Problem. Und jetzt sind wir kaputt. Game over. Ja, wir sind aber mit 439 Punkten ein bisschen besser geworden, haben aber trotzdem den zweiten, vorletzten Platz immer noch nicht verloren. Oder haben uns nicht verbessert. Ja, leider war es das. C-Map können wir uns nochmal angucken. Also wir müssen irgendwie gucken, dass das hier besser wird, aber ich habe keine Ahnung, wie da die Taktik ist. Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Vorschau nochmal probieren. Es ist aber auf jeden Fall schon besser geworden. Und ja, müssen wir mal gucken, ne, wie das fürs nächste Mal wird. Vielleicht darf man auch nicht immer alles bauen. Das könnte natürlich auch sein, ne? Dass ich nicht so viele Sachen mache. Das probieren wir nächstes Mal aus. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.